Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer F1 Manager Karriere mit Williams. Heute haben wir das erste Sprintwochenende dieser neuen Saison. Der große Preis von Aserbaidschan steht an, bedeutet wirklich gute Möglichkeiten, viele Punkte zu holen, aber eben auch viele zu verlieren. Ne? Red Bull wird, denke ich, sehr, sehr stark sein an diesem Wochenende. Das Ding ist ja, Yuki war ja aber zuletzt auch stark. Also vor allem bei ihm glaube ich schon, dass er da vielleicht auch wieder mithalten kann. Ne? Von der Rennbase her vor allem. Oscar, ja, bei ihm lief es irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Er hat immer wieder gute Ansätze gezeigt, hat es aber einfach noch nicht richtig zusammengebracht. Und auch an diesem Wochenende wird es schwer. Denn er hat noch eine Quidstrafe von einem Unfall in Australien. Also, ja, wird für ihn auch ein hartes Stück Arbeit, hier gute Punkte zu holen. Aber unmöglich ist es nicht und deshalb muss er trotzdem alles geben. Ja, das sieht hier ganz gut aus in Q1. Es ist wieder sehr eng. Ich denke schon, dass halt auch Leclerc noch so die Verstappen-Pace gehen kann. Aber ich glaube halt auch, dass Yuki da noch ein bisschen näher rankommt. Das war noch nicht so eine gute Runde, denke ich, von ihm. Und ansonsten scheint Mercedes hier einen kleinen Schritt gemacht zu haben. Perez wird sich auch noch steigern im anderen Ferrari. Und dann werden wir hier wie immer einen sehr, sehr spannenden Kampf. Erstens um die Pole zwischen den beiden Red Bull. Und dann aber halt auch einen spannenden Kampf um diese zweite, dritte Reihe haben. Zwischen mehreren Teams natürlich. Wir und Ferrari sind dort die Ersten. Aber ja, wie gesagt, eine Mercedes sieht ja auch nicht schlecht aus. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was möglich an diesem Wochenende. Ich versuche immer noch die Setups so gut wie es geht hinzubekommen, aber viel können wir bei Yuki nicht machen. Ja, und dann geht es jetzt rein in Q2. Hoffen wir, dass es hier genauso weitergeht, dass ich Yuki noch ein bisschen steigern kann. Und dann denke ich schon, dass hier auf, also ja, Q3 muss mit beiden drin sein. Dieses Q2 hier war aber mal eine Ansage von Ferrari. Leclerc kommt gerade so weiter. Also Red Bull mit leichten Problemen, Ferrari richtig gut und ja, ich hoffe, dass wir da halt auch zumindest mit Yuki dorthin kommen, wo Ferrari jetzt war, weil das ist nicht schlecht, was die hier gezeigt haben bisher in diesem Wochenende. Aber man muss schon sagen, ne, wie in Australien, Oscar im Qualifying richtig gut, jetzt ist er wieder vor Yuki, kann sich auch zwischen die Ferraris schieben, obwohl er jetzt nur auf gebrauchten unterwegs war. Yuki war zwar auch noch auf gebrauchten Reifen unterwegs, die Red Bull konnten jetzt dann doch nochmal ein bisschen was finden an Pace. Aber, also Oscar gefällt mich im Qualifying wieder gut. Hoffentlich kann er das jetzt auch dann im Rennen so zeigen. Es war in Australien ganz früh zu Ende eigentlich sein Rennen mit diesem frühen Unfall. Aber jetzt schauen wir mal. Er kann sich verbessern im ersten Sektor. Yuki gelingt das auch sehr, sehr schön. Norris auch mit einer starken Runde. Zwischenzeitlich mal auf 5 vor. Oscar leider ohne Verbesserungen im zweiten Sektor. Und auch insgesamt verbessert er sich nicht. Ah, das ist nicht gut. Aber das ist auch eine Möglichkeit vielleicht für Yuki hier noch weiter vorzukommen. Was gelingt ihm? Ihm gelingt nur Rang 4. Ferrari schlägt uns, Red Bull schlägt uns. Das ist kein besonders gutes Zeichen. Und Perez kommt noch. Und Perez war am Fliegen im ersten Sektor, weil Perez einen Windschatten hat. Perez aber am Ende nur Dritter. Bedeutet Verstappen, dann die Ferrari, dann Leclerc, Yuki und Oscar. Leider nur Sechster. Bedeutet im Sprint, glaube ich, die dritte Reihe. Und dann musste die Sekundenstrafe draufgerechnet werden. Rennpace technisch können wir aber, denke ich, auf jeden Fall mithalten. Das wird ein, wenn das wirklich auch im Rennen von der Pace her so ungefähr ist, ein mega spannender Sechskampf da vorne. Und jetzt geht's rein in den Sprint. Alle hier auf Softreifen, was man so sehen kann. Das ist hier in Aserbaidschan einfach möglich. Das ist hier die beste Strategie für den Sprint. Los geht's. Was für Starts gelingen hier für unsere Fahrer? Ich hoffe mal, dass wir jetzt erstmal ohne Zwischenfälle durchkommen. Und Yuki kann sich da vielleicht einen Red Bull schnappen, nämlich Charles Leclerc. Das wäre wichtig, wenn wir da zumindest mal ein Auto in die Top 4 bekommen würden. Leclerc aber hat die Innenseite und jetzt ist es ein Track Race bis zur nächsten Kurve, bis zur Kurve 3. Leclerc kriegt da leider ein bisschen Windschatten von den Ferrari, aber Yuki hat außen jetzt Platz und könnte sich außen vielleicht nochmal daneben und vielleicht sogar vorbeibremsen. Ja, daneben ist er, jetzt ist er sogar mal ganz leicht wieder vorne, jetzt hat er die Innenseite und dann kann es reichen, oder? Ist er vorbei? Jawohl! Sehr, sehr stark, Yuki vor auf Rang 4, Leclerc kommt aber nochmal in den Reihen, traut sich da was. Sehr, sehr gutes Racing hier natürlich. Vorne Verstappen konnte seine Führung behaupten. Die Ferrari folgen ihm und dahinter hat sich Yuki jetzt durchgesetzt, weil in die nächste Kurve kann man nicht zu zweit reinfahren. Boah, und man sieht hier, wie die Top 6 sich gleich absetzen können. Das sind jetzt schon einfach mal 1,6 Sekunden. Dann bis Lando Norris. Das ist ja unglaublich. Und auch vorne kann Russell im Moment nicht mithalten mit den Top 2. Und das gibt jetzt die Möglichkeit für Yuki. Und er nutzt sie und geht vorbei. Während dahinter Oscar an Leclerc vorbeikommt. Und der hat einen Crash.
Da waren wir live dabei. Charles Leclerc landet in der Wand. Ich hoffe mal, dass Oscar da gar keine Schuld hatte. Aber was ich jetzt so gesehen habe, eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich doch, oder? Er hat ihm da schon wenig Platz gelassen. Und dann hat Leclerc Oscar auch noch berührt. Weil er halt dann von der Wand zurückgeschossen wurde. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Sowas passiert halt auf einer Stadtstrecke. Aber Oscar hätte schon noch ein bisschen mehr Platz lassen können. Ist aber egal, letzten Endes. Nur für uns ist es nicht schlecht. Leclerc wird im Rennen von ganz hinten starten. Oscar kriegt ja eh noch eine Kurzstrafe dann fürs Rennen mit drauf. Wir nehmen jetzt... Boah, wir können eigentlich noch die Softs wieder nehmen, oder? Und uns zwei Sätze fürs Rennen lassen. Oder nee, komm. Wir nehmen den Satz jetzt. Aber bei Yuki müssen wir den lassen. Weil der hat da nur noch einen frisch und den brauchen wir fürs Rennen. Also bei Yuki, der jetzt Dritter ist, bleiben wir bei diesem Reifen. Oscar jetzt auf 5 vor, Verstappen weiter in vorne. Dann Perez, Tsunoda, Russell. Und eben Oscar auf Rang 5. Zweiter Start hier im Sprint in Baku. Die 5 roten Lichter gehen wieder an. Was ist jetzt drin? Können wir vielleicht beide Ferrari uns jetzt schnappen? Das wäre nicht unwichtig. Los geht's. Und ja, naja, Oscar hatte keinen guten Start. Ne? Aber Yuki ist auf 2 vor. Let's go. Richtig gut. Der WM-Führende holt sich hier Rang 2 von Checo Perez, während Oscar wirklich da unter Druck ist von Alex Albon, jetzt der sich an Norris vorbeigeschoben hatte hier bisher im Sprint, kommt aber zum Glück nicht an Oscar vorbei. Die Plätze 2 und 5 jetzt, das ist bisher ein richtig guter Sprint. Und ich sehe gerade, Oscar ist der Einzige, der die Reifen gewechselt hat. Er hat also jetzt erstmal die besten. Yuki kann leider im Moment nicht mit Verstappen mithalten und Oscar macht richtig Druck auf George Russell. Hat er da jetzt schon das DRS? Ich glaube ja, ne? Im Sprint ist das hier irgendwie in-game deutlich eher aktiviert, was an sich keinen Sinn ergibt. Für uns war es hier gut, er kommt aber leider noch nicht vorbei und vorne kann sich tatsächlich Verstappen jetzt erstmal absetzen. Im Moment sieht es leider so aus, als hätte Verstappen wirklich alles im Griff. Yuki wurde jetzt auch erstmal von Perez überholt, schnappt sich den jetzt aber und auch Oscar holt sich den Ferrari, oder? Jawohl, ich glaube, er ist vorbei. Let's go. Oscar jetzt vor auf 4 und auch schon nah dran an Checo, der im Moment nicht mehr die Pace hat von unseren Fahrern. Und Oscar vor auf Rang 3. Let's go. Was ein starker Sprint bisher hier von beiden Fahrern. Beide haben jetzt 3 Plätze gut gemacht. Russell zum Beispiel hat schon 3 verloren. Und jetzt müssen wir hier irgendwie doch Jagd machen können auf Max Verstappen. Und es haben tatsächlich beide unserer Fahrer jetzt ins DRS-Fenster geschafft. Wir jagen Max Verstappen und Yuki übernimmt die Führung. Tsunoda führt jetzt hier den Sprint an. Wer hätte das nur vor wenigen Runden gedacht, dass wir hier plötzlich führen können? Aber jetzt ist es soweit. Wir müssen jetzt ein bisschen alles schonen. DRS aufladen, die Reifen schonen. Verstappen macht das auch. Das sieht man hier an den Prozenten. Gerade bei Yuki ist da schon ordentlich Reifenverschleiß. Jetzt die Ferrari haben gar nicht mehr die Pace jetzt im Rennen. Also da war im Qualifying deutlich mehr möglich bei denen als jetzt hier im Sprint. Gerade eben habe ich Rennen gesagt, aber es ist ja letzten Endes wie ein Rennen, bloß halt ein bisschen verkürzt. So, jetzt haben wir gleich noch 3 Runden. Ab jetzt heißt es Vollgas, denn Verstappen will sich vorne absetzen. Das ist nicht gut, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen zumindest mal vielleicht Yuki davor bekommen, weil das ist natürlich auch für die Fahrer-WM das Wichtigere, ne? Wenn Tsunoda hier davor irgendwie am Ende ist. Mal schauen, was schafft Oscar noch. Verstappen hat ja auf jeden Fall auch schon mal einen Extrapunkt noch für die Pole-Position bekommen, also auch das ist nicht optimal für uns, auch wenn jetzt erstmal ein Punkt nicht viel erscheint, aber wenn man das so hochrechnet, ist es dann am Ende der Saison schon ein bisschen was. So, noch 2 Runden. Jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit, nee, schafft Yuki leider noch nicht. Da machen wir jetzt die Überholaggression auf hoch, denn ab jetzt zählt alles. Ab jetzt muss er irgendwie den Weg vorbeifinden. Oscar ist auch richtig nah dran an Yuki. Mal schauen, geht es jetzt? Vielleicht letzte Möglichkeit. Na, oh mein Gott. Die hatten einen Unfall und Verstappen und Tsunoda sind beide raus. Und damit hat Oscar Piastri gewonnen. Was ist denn hier los? Unfall in der letzten Runde zwischen den ersten beiden, zwischen den WM-Kontrahenten vielleicht. Und dadurch gewinnt Oscar den Sprint. Unfassbar. Nee, Verstappen wird hier als Sieger gewertet. Oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Das, okay, ja. Es ist zwar irgendwo geil jetzt dieses Ende, aber es ist schon schade, weil die waren halt da jetzt Rad an Rad. Tsunoda hätte die Möglichkeit gehabt zu gewinnen, hätte aber natürlich auch die Möglichkeit gehabt, halt am Ende nur Zweiter zu werden. Also das weiß man halt nicht. So gibt es leider jetzt die 8 Punkte für Verstappen. Bitter. Ich frage mich, wie weit Oscar jetzt zurück muss.
Das wäre natürlich auch für Ferrari perfekt gewesen. Dann hätten die jetzt hier die S-Reihe für sich gehabt, wenn das wirklich so gewertet worden wäre, dass Verstappen und wie heißt er, und Tsunoda raus gewesen wären. Aber gut, Ferrari kann sich das nicht aussuchen. Die haben jetzt halt die zweite Reihe für sich. Leclerc, wie gesagt, von ganz hinten. Ich weiß nicht, ob da jetzt für diesen Unfall noch irgendwie Strafen ausgesprochen werden, aber anscheinend nicht. Oscar Charlotte von Rang 6. Und bei Yuki müssen wir jetzt unfassbar viel tauschen. Oh mein Gott. Rein geht's hier in den großen Preis von Aserbaidschan. Vor den Plätzen 2 und 6. Und wir sehen direkt, Verstappen ist auf Mediums. Yuki habe ich hier auf Softs geschickt. Der soll pushen in diesem ersten Sint. Was für Starts gelingen. Beide haben jetzt die Inside auf jeden Fall mal für die erste Kurve. Oscar kann leider keinen Platz gut machen und Tsunoda ist neben Verstappen. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann er sich ja auch die Führung schnappen, ist jetzt natürlich die Frage. Er ist erstmal innen für die ersten drei Kurven. Wer kriegt hier den besseren Ausgang? Eigentlich müsste das Tsunoda sein mit seinen Softs. Und er ist auch tatsächlich, wie es aussieht, etwas schneller. Hat er die Führung? Jawohl, er hat sie. Let's go. Yuki führt hier in Baku. Und hoffentlich kann er sich jetzt auch am Anfang ein bisschen absetzen. So, während Tsunoda und Verstappen vorne ein bisschen kämpfen, gerade müssen wir natürlich auch auf Leclerc gucken. Der ist immer noch nur 16. Also für den wird es schwer, hier ganz vorne dann in den Kampf mit reinzukommen. Wird wahrscheinlich am Ende so 6. oder so. Vielleicht kann er ja Oscar schlagen. Mal gucken, wie da die Pace sein wird. Vielleicht auch die Ferrari, aber ich glaube, Tsunoda und Verstappen sind einfach ein bisschen zu schnell auch für ihn. Oscar ist ja auf den Mediums und trotzdem muss ich sagen, gefällt mir seine Pace irgendwie nicht so ganz. Also, der kann nicht wirklich rankommen an Ocon und Norris. Und auch Norris zum Beispiel ist halt auf Medium-Reifen. Das ist noch ein bisschen schwierig hier, das Rennen. Wir haben ein Safety Car. Wir haben ein Safety Car. Sergeant mit einem Unfall. Was machen wir jetzt? Tsunoda hat keine frischen Soft-Reifen mehr. Da kann aber jetzt erstmal vielleicht auf Mediums gehen und bei Oscar. Oh, das ist schwierig. Ich weiß halt nicht, aber Oscar würde viel zu viel Plätze, glaube ich, verlieren. Das würde keinen Sinn machen. Aber bei Tsunoda... Tsunoda holen wir mal rein. Tsunoda holen wir mal rein. Und mal schauen, was die anderen machen. Da kommen alle rein. Außer Oscar. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Er hat halt jetzt mit Abstand die schwächsten Reifen. Ne? Was für Reifen haben wir jetzt? Verstappen auf Softs, der kann nicht zu Ende fahren. Hier können eigentlich alle nicht zu Ende fahren. Außer vielleicht Albon. Albon auf den Harten könnte das. Leclerc ist auf Mediums, der kann es also auch nicht. Okay, 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 okay. Ja, mit Oscar ziehen wir das durch, was hier ursprünglich auch geplant war. Und mit Yuki werden wir am Ende nochmal diese leicht gebrauchten Softs einfach nehmen müssen. Ich denke, das ist da das Beste. Das bedeutet, er kann jetzt auf jeden Fall pushen. Wir sagen bei Yuki erstmal auf Mittel. Genauso auch bei Oscar. Am besten wäre es natürlich, wenn wir ihn jetzt über Teamkollege vorbeilassen geben. Aber dann habe ich Angst, dass halt auch ein Perez da gleich vorbeikommt. Aber okay, nee, machen wir das einfach. Der soll von mir aus jetzt hier wirklich Yuki vorbeilassen und dann aber gegen alle anderen richtig gut verteidigen. Sehr schön, okay. Das hat schon mal geklappt und die anderen scheinen nicht vorbeigekommen zu sein mit, oder? Sind er doch jetzt, Perez ist mit durch. Und auch Verstappen gleich. Warum? Was macht denn Oscar hier? Habe ich da vielleicht das falsch gemacht? Ah, Mann. Mann. Okay, Verstappen ist jetzt off softs. Das ist nicht schlimm, wenn der jetzt hier vorne erstmal Druck macht. Aber Oscar ist ja mega langsam. Als ob da so 20% jetzt so einen riesen Unterschied machen. Okay, das war ein Fehler von mir. Oscar verliert richtig was. Oscar verliert richtig Zeit und viele Plätze. Wir hätten ihn auch reinholen müssen. Ach Mann. Das ist der erste dicke Strategiefehler, glaube ich, diese Saison hier. Oh, das tut mir leid für ihn. Da kann er jetzt mal gar nichts dafür, dass sein Rennen jetzt hier vielleicht noch den Bach runtergeht. Ich hoffe, dass er jetzt wenigstens kurz mal mit Norris da mitfahren kann und dann seine Reifen vielleicht ein bisschen schonen kann. Aber er ist auch da jetzt schon aus dem DRS raus. Oh, das ist schlecht von mir. Ja, mit Oscar haben wir eindeutig das Falsche gemacht. Das wäre halt, glaube ich, dadurch, dass alle reingekommen sind, war es auf jeden Fall das Falsche. Ansonsten, wenn auch die anderen draußen geblieben wären, wäre es, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Aber so hat er jetzt eigentlich alle Möglichkeiten auf ein mögliches Podium hier. Oder haben wir halt alle Möglichkeiten weggeschmissen. Das wird nicht mehr gehen bei ihm. Zumindest diesen 7. Platz, aber hoffe ich schon, dass er den am Ende auch bekommen kann. Sainz und Norris sind da jetzt auch schon ordentlich weggezogen.
Und vorne scheint es wirklich hier auf einen Zweikampf einmal mehr zwischen Verstappen und Tsunoda rauszulaufen. Verstappen kann sich jetzt mal absetzen. Das ist nicht optimal, aber Yuki sollte eigentlich auch die Pace haben, um da wieder ranzukommen. So, Oscar war jetzt drin, ist auf Rang 19 jetzt wieder auf der Strecke. Kann jetzt auch von mir aus mal ein bisschen pushen, dass er da jetzt vielleicht mit diesem Undercut ein bisschen Zeit rausholt. Vorne sollte auch ein Verstappen irgendwann mal reinkommen. Der schont aber auch seine Reifen ordentlich, ne? Der macht das auch nicht schlecht. Und Oscar ist jetzt schon auf 18 vor. Sehr gut. Verstappen ist jetzt drin. Okay, das ist jetzt wichtig. Da braucht Yuki jetzt ein paar starke Runden, dass er da nicht so viel Zeit verliert. Denn Verstappen hat natürlich jetzt einen Undercut, ist auch nochmal auf Softs. Bedeutet, wir haben gleich wirklich einen Showdown. Beide werden gleich auf Softs pushen können wie sonst was. Na, also halt mit dem Reifen, mit dem ERS auf gar keinen Fall. Das ist bei Yuki jetzt schon wieder echt an der Grenze. Richtig am Limit. Mal schauen, vielleicht verliert Verstappen irgendwie Zeit in der Nose. Nee, tut er nicht, denn der kommt rein. Ich frage mich, wie lange ich bei Tsunoda noch warten soll. Aber allzu lange dürfen wir nicht warten, denn dann hat er viel zu viel Rückstand auf Verstappen. Okay, jetzt am Ende dieser Runde kommt er rein. Seine Softs sind halt nicht mehr ganz frisch und das ist das Problem. Er hat 90%. Wie viel hat Verstappen? Ah, der hat nicht viel weniger. Das wird schwer für Yuki. Das wird schwer. Da haben wir leider von den Reifen her einfach nicht ganz das Glück oder nicht ganz genug halt. Haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Jetzt kommt da rein, was für ein Boxenstopp 2,6. Das ist sehr, sehr stark. 4 Sekunden hat der Rückstand. Mal schauen, was da jetzt noch geht. Es scheint so, als würden die Ferrari draußen bleiben. Und das bedeutet, dadurch, dass die das DRS aufeinander haben, haben die vielleicht die Möglichkeit, hier gegen Verstappen das Ding zu verteidigen. Klar, es sind noch 10 Runden. Ne, okay, Verstappen ist jetzt schon vor Bayern Russell und dann würde sich auch Checo Perez hier schnell schnappen können. Aber das ist natürlich, das hat Verstappen etwas Zeit gekostet. Ne? Wenn man das jetzt sieht, Yuki ist da deutlich schneller vorbeigekommen. Und na gut, jetzt verliert er halt hinter Perez so viel Zeit wieder. Ne? Das, was er gerade gut gemacht hat, das hat er jetzt selber verloren. Ich hoffe, dass Perez jetzt nicht vorbeigeht. Nee, tut er nicht. Und jetzt heißt es nochmal pushen für Yuki, um hier vielleicht wirklich irgendwie auch dieses Rennen gewinnen zu können. Oscar ist jetzt 7. Mehr wird auch nicht gehen. Dafür sind seine Reifen einfach schon zu abgenutzt. Leclerc würde ihn auch nicht mehr bekommen. Da hat er noch 11 Sekunden Vorsprung. Der muss gucken, dass er hier vielleicht noch an Albon rankommt am Ende. Obwohl, es sind jetzt auch nur noch 4 Runden. Also da wird auch nicht mehr viel gehen. Und Yuki hat vorne aufgeschlossen zu Verstappen. Jetzt schont er gerade seine Reifen. Soll auch vielleicht ein bisschen ERS aufladen. Und dann, ja, gibt es jetzt gleich das große Finale, die letzten 2 Runden, denke ich, werde ich ihn einfach voll pushen lassen. Und dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. So, das vorletzte Mal geht es jetzt diese lange Gerade herunter. Tsunoda führt jetzt. Ab jetzt heißt es voll pushen. Alles egal. Und Yuki mit einem sehr guten Ausgang bleibt hier schon mal davor. Wir müssen ganz kurz aufs Benzin aufpassen. Ganz kurz und auch aufs ERS, dass wir da am Ende der Runde noch was haben. Nicht, dass er dann plötzlich komplett leer ist dort, was das angeht. Und Oscar, das ist richtig eng. Der hätte hier mit ein paar Runden sich vielleicht auch noch beide Ferrari schnappen können. Das Benzin ist aber gut. Und für Yuki Tsunoda scheint es den nächsten Sieg zu geben. Der gewinnt zum 3. Mal in Folge und holt sich auch den Sieg hier in Aserbaidschan. Und für Oscar, der kann hier 4 Fahrer am Ende vor sich sehen und ist nur, ja, wahrscheinlich so 3 Sekunden am Ende weg vom Podium. Sehr, sehr schade. Die Strategie hat bei ihm und einfach nicht gepasst. Das war mein Fehler. Ansonsten bin ich mit seinem Wochenende aber wirklich richtig zufrieden. Also, ja, wenn er so weitermacht, dann ist er überhaupt nicht in Gefahr, dass er den Sitz verliert. Das war ja nach Australien schon sowas, was ich da angesprochen hatte. Aber an diesem Wochenende hat er richtig abgeliefert. Hat mir sehr gut gefallen. So kann es gerne öfter gehen. Leclerc am Ende tatsächlich nicht mal einen Punkt geholt. Mega Überraschung. Bedeutet, wir machen Punkte gut auf Red Bull in der Konstrukteurs-WM. Tsunoda baut seine WM-Führung aus. Wir schauen uns das mal an hier. Macht insgesamt 5 Punkte gut auf Max. Sind jetzt 15 Punkte Vorsprung. Und dann ja schon eine Riesenlücke, ne, auf den Rest. Russell jetzt 14 Punkte vor Perez, dann Leclerc. Und dann ist es eng. Und ich hoffe, dass Oscar da vielleicht in den nächsten Rennen dann zumindest mal auf 6 vorkommt. Und dann sollte es mit den Ferrari und mit Leclerc auch ein spannender Kampf vielleicht um Rang 3 werden. Obwohl ich ja eigentlich Leclerc schon noch deutlich stärker einschätze dort. Aber irgendwie, der kriegt es auch nicht hin bisher in der Saison. Ne? Er kriegt einfach nicht ein gutes Wochenende zusammen. Und hier übernehmen wir jetzt einfach die Führung in der Konstrukteurs-WM. 4 Punkte vor Red Bull. Wer hätte das denn bitte gedacht nach Bahrain? Wo es ja pace-technisch wirklich nicht so gut aussah. Dass wir jetzt nach Baku einfach mal
beide WMs anführen. Sehr, sehr stark. Und dann war es das auch schon wieder hier mit dieser Folge. Es ist unglaublich. Ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß bisher wie mir diese Saison mit Williams. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Ist einfach geil, ne? Wer hätte das gedacht, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, in dieser Saison um den Titel zu kämpfen, mit diesen Fahrern, die ich ja eigentlich in dieser Saison noch so ein bisschen entwickeln wollte, um dann nächstes Jahr bereit zu sein für einen Titelkampf. Aber nein, wir sind es dieses Jahr schon, vor allem Yuki Tsunoda halt. Das ist unglaublich, wirklich. Deshalb, ich hatte ja auch gesagt, dass wir viel forschen werden in dieser Saison, aber das geht jetzt einfach nicht. Wir müssen das diesjährige Auto jetzt genauso weiterentwickeln, dass wir eine Chance haben, vielleicht wirklich diesen Titel auch zu gewinnen. Ja, und dann, wie gesagt, war es hier mit dieser Folge. Beim nächsten Mal geht es dann nach Miami. Schaltet auch da wieder ein. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut.